Hallöchen! Hallihallo! Zum wöchentlichen Talk. Genau, normalerweise treffen der Olli und ich uns so, ja doch, einmal die Woche auf jeden Fall. Ne? Egal, bei sonst dir, bei mir. Sonst merkt man schon, dass es fehlt. Ja, richtig. Also wenn da mal eine Woche dazwischen ist, komisch, wo wir uns nicht sehen, das ist schon sehr spooky. Ja. Definitiv. Da werden immer die weltbewegendsten Themen gewälzt. Beziehungsprobleme, ja. Weltprobleme. Von anderen Beziehungsprobleme. Ja, natürlich. Natürlich herzhaft gelacht. Und wenn das fehlt, dann fehlt wirklich das was. Das stimmt wirklich. Wir haben uns für heute überlegt. Sabine hat sich das überlegt. Ja, wir machen, stimmt, das war, es war meine Ursprungsidee und wir haben die gemeinsam dann perfektioniert. Ich bin jetzt schon aufs Video gespannt. Perfektioniert. Also, wir haben uns überlegt, dass wir heute mal bei unserer Käffchenrunde ein bisschen über die Produkte von Tupperware sprechen, die wir tatsächlich jeden Tag, nein, aber grundsätzlich in der Küche nutzen. Also ja, wirklich so Sachen, die tippitoppi sind, die muss man haben, auf jeden Fall bestellen. Stimmt, und manches sind vor allem Dinge, die sonst so untergehen, weil man sie eben, ja, weiß nicht, nicht immer vorstellt, weil sie selten im Angebot sind, vor allen Dingen auch. Genau, oder weil es sie schon seit gefühlten Millionen Jahren gibt. Das stimmt. Und das ist ganz lustig, Sabine hat mir heute Morgen noch geschrieben, oh, du wirst aber alles da haben. Aber ich würde gern das und das vorstellen. Ich so, gut, dann bring mal das mit. Habe ich nicht da. Also das geht auch sehr auseinander, ja, mehr was. Absolut, absolut. Also man merkt einfach, wie unterschiedlich auch unsere Küchen sind. Und dass Olli Mann und ich Frau bin. Ja, und Mutter und nicht. Stimmt. Mutter und nicht. Nicht, ja. Nee, du bist Hunde. Ja, aber für den koche ich nicht. Es war. Ja, das stimmt. So, auf jeden Fall, also wir haben so ein bisschen was, ich habe dann was von mir mitgebracht, ne? Hier was stehen und wollen euch jetzt so in den nächsten Minuten, noch Stunden, ein bisschen was erzählen. Ein Produkt, ich starte einfach mal. Ja, startest du, genau, okay, sehr ist, gerne. Was aus meiner Küche definitiv nicht mehr wegzudenken ist. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass 90% von euch das auch zu Hause haben. Didim! Yay! Unser, nein, jetzt schon wieder unser, siehst du? Ja! Die Formex! Der Topschaber. Olli hat den zwar in einer anderen Farbe, ist ja egal. Aber den kleinen, den kann ich mal noch holen. Also, den habe ich in meiner Schublade bestimmt in allen Variationen 4-5 Mal, weil der wirklich immer zum Einsatz kommt. Egal, was ich mache, ob ich auch mal einen Topf auskratze, am Kuchenbacken bin, einen Nachtisch mache, der ist immer mit am Start. Ja. Und dann, weil ich mehrere habe, muss ich nicht immer direkt spülen. Ne? Das stimmt. Und das ist, also ich höre es ja auch immer wieder von vielen Leuten, dass die echt so die besten sind, weil die so geschmeidig sind. Also es ist so richtig schön geschmeidig. Es gibt ja so starre, feste. Genau, die schmiegen sich an das Material an. Ja, ja. Auch ich sage immer eine kleine Warnung dazu, weil es ist ja auch wichtig. Man soll ja auch ein bisschen beratende Tätigkeit haben. Ja. Also, jetzt werden wir, ich sage mal, wir bleiben wieder scharf und das Ding, das sieht man jetzt, ne? Ach, hier vielleicht. Also. Ich habe hier verschiedenste kleine Schnitte drin. Und hier ist zum Beispiel eine ganze Ecke. Ja. Das sieht man überhaupt nicht. Jetzt doch, aber hier doch jetzt, ein bisschen. Genau, ja, hier ja, fehlt eine ganze Ecke. Weil ich nicht sehr sorgsam damit umgehe. Ne? Also ich sage immer, wenn man einen Joghurtbecher oder einen Quarkbecher auskratzt, dann geht man immer so über die Kanten. Und wenn das dann so kleine Risse hat, dann sagen wir, ich habe ja nie ein Messer abgewischt oder gestriffen, aber diese Kanten, also jetzt nicht von einer Kaffeetasse, aber von so Joghurtbechern, die sind scharfkantig. Oder wenn man zum Beispiel, also hier ist jetzt Ananas, Ravioli. Ja. Ravioli-Dose gehe ich immer noch mal mit dem Topschaber einmal drumrum, weil man will ja die ganze Soße dabei haben.
das ist schon scharf hier oben an der Kante. Und dann kann das passieren, dass die Silikonlippe schon mal da dran aneckt und dann passieren solche Einschnitte. Das ist kein Garantiefall. Genau, weil ich sehe sogar bei mir am Griff sind Schnitte. Ja. Also weil man wirklich im Eifer des Gefechts da nicht so aufpasst. Was man aber machen kann, man kann diese Kante hier nutzen, diese Ecke. Die ist auch bei dem ganz gut zu sehen, da so eine Ecke. Und mit der kann man auch ganz gut die Ränder dann abstreifen und dann schnippelt man sich das nämlich nicht so schnell. Also es sind halt tatsächlich ganz normale Gebrauchsspuren. Ja, definitiv. Mhm. Aber tut dem ja auch nichts ab. Man kann sie ja auch mit den Schnitten weiter nutzen. Richtig, genau. Also davon reichen eigentlich ein großer und ein kleiner nicht. Also ein Set reicht da nicht. Im Grunde genommen braucht man tatsächlich mehrere. Genau. Ja, dann. Abwechseln. Genau, der Olli. Super. Hm? Also, wer das weiß, ich fahre ja. Mach du weiter. Dreimal die Woche in einem Schulbus mit, in so einem Behindertenschulbus als Schulbusbegleitung. Nicht was. Also als Begleitung mit dem Hans, und das ist immer lustig, und auf dem Rückweg esse ich immer noch mein Brötchen und dann trinke ich noch ein Käffchen. Das ist mein Frühstückspäuschen schon, ne, wenn die Kinder ausgeladen sind. Und deswegen habe ich also mindestens dreimal die Woche in Benutzung meinen Coffee-to-go-Becher. Und das super Gute an dem ist im Vergleich zu 1000 anderen, dass der so verschließbar ist. Und wenn er dir mal, also weil ich habe den Kaffee ja schon vorgekocht quasi, also muss ich direkt noch was dazu sagen. Weil der Aldi, hört er mich jetzt noch bestimmt, oder? Ja, mit Sicherheit. Der Aldi hat seine Kaffeemaschine weggeräumt über Corona-Zeit. Stimmt! Ja, so haben wir normal dort gezapft und dann da draus getrunken. Das ist eben kein Thermosbecher, ne? Also da macht man seinen Kaffee rein und dann trinkt man das auf dem Weg zur Arbeit im Auto, im also Bus. Zeitnah. Richtig, wie ein To-Go-Becher halt, ne? Und ich koche jetzt vor in einem Thermosbecher, der ist auch im Katalog, den nutze ich dadurch jetzt auch täglich, aber der ist natürlich preislich, wenn man da mal reinstüppelt, auch einen Zacken schärfer, ne? Genau, also da koche ich den drin voll, hält der 6 Stunden auf jeden Fall heiß und fülle die dann da rein. Beim Hans mit Zucker vorgefüllt und bei mir mit Haferdrink, ja. Oh, ich werd verrückt. Und dann trinken wir da draußen. Und wenn es dann doch mal umkippt im Bus oder sonstiges, ist halt zu, läuft nichts aus und hält auch. Der Bus bleibt sauber. Bei den Kindern leider nicht, aber zumindest kein Kaffee. Und jetzt leider ja dies Jahr nicht die Weihnachtsmärkte, aber ich sage immer, das ist perfekt für auf dem Weihnachtsmarkt und da einen Glühwein reinmachen lassen, dann kommt man herpesfrei über die Weihnachtszeit, ne? Weil die machen ja immer nur mit dem Tasse so zweimal kalte Wasser. Deswegen ist das eins meiner meistgenutzten Produkte. Vormerken für 2021 Glühwein in Tupper Kaffee to go Becher. Genau. Und Spülmaschine komplett. Genau, meiner fliegt da auch. Da mache ich kein Geschiss drum. Der fliegt da rein, dann ist gut. So. Was noch nicht aus meiner Küche wegzudenken ist, ist die Mikrokanne. Die ist wirklich super vielseitig. Ich mache da zum Beispiel meinen Reis drin. Mhm. Ich koche Reis schon seit vielen Jahren nicht mehr auf dem Herd, weil das einfach, ich bin zu torpisch dafür. Ich bin einfach zu torpisch dafür. Entweder läuft es ständig über oder man zählt an. Ich würde gerade sagen, wenn man zu lang weg ist, quatscht an der Tür. Ich habe immer einen See auf dem Ceranfeld gehabt. Dann hat er natürlich sich Schlamm gelegt, weil Alarm, Alarm, Alarm. Habe schon irgendwann aufgegeben. Bis dann die Mikrokanne kam. Also ganz einfach, wie Oma gelehrt, ein Teil Reis, 2 Teile Wasser. Ein bisschen Brühe dazu, ab in die Mikrowelle und dann macht die Arbeit von alleine. Für Ronja und mich ist die Größe hier optimal, passt super. Was du auch toll machen kannst, das finde ich auch mega, Pellkartoffeln. Ja. Dafür finde ich das auch super. Stimmt, ich mache viel zu wenig. Ja, ich mache das echt gar nicht mehr auf dem Herd. Erstens mal dauern Pellkartoffeln auf dem Herd mehr zu lange. Hier in der Mikrokanne machst du deine... Das ist die Kaffeemaschine. Deine rohen Kartoffeln rein. Ich spüle die immer ganz kurz vorher noch unterm fließenden Wasser ab.
pro durchschnittlicher Pellkartoffel, also normaler Kartoffel, eine Minute bei 600 Watt. Ein bisschen nachziehen lassen. Also ich habe die ein bisschen tropfnass da reingegeben. Kannst auch noch ein Schlückchen Wasser dazugeben, weil dadurch wird es gegart. Naja, das ist jetzt schon sowas Kleines. Ich würde sagen, dicker darf sie schon sein. Die würde ich zum Beispiel nur eine halbe Minute, bis die gegart ist. Ja, dann rechne ich halt zusammen. Weißschnitt, 5 Kartoffeln habe ich da drin. 5 Minuten, wobei das schon recht lange ist. Und dann sind die fertig. Hast du gesagt, anstechen? Stichst du die an? Ich stich die nicht an. Die schrumpeln dann so ein bisschen an die Schalen. Dann lässt sich noch leichter schälen. Genau, dann kannst du so flutsch. Ja, das kannst stimmt. Du die rausholen. Ne? Ein bisschen mit kaltem Wasser abschrecken. Dann geht das hervorragend. Ansonsten nutze ich natürlich meine Mikrokanne, für meine Soße schnell in der Mikrowelle zu erwärmen. Mega ist auch für die Plätzchensbäcker unter uns oder generell die Backkünstler. Hier mache ich auch meine Kuvertüre. Ja. Drin. Entweder Mikrowelle oder, das geht nämlich auch hervorragend, als Wasserbad im Topf. Stimmt. Weil dann kannst du die Kanne, kannst du so, muss natürlich ein großer Topf sein, Wasser rein, Kanne rein, langsam genüsslich das Wasser heiß machen und dann geht das super, weil wenn ich dann noch einen Rest habe und ich will morgen weiterbacken, mache ich einfach einen Deckel drauf und dann lasse ich das kalt werden, dann kann ich das morgen nochmal nutzen. Wichtig ist, wenn wir in der Mikrowelle ganz wenig Watt nur nehmen. Ne? So. Genau, 600 Watt reicht vollkommen. Maximal, genau. Da brauchst du nicht mehr zu gehen, weil die macht das schon auf der Temperatur, auf der Wattzahl sehr, sehr gut. Ansonsten kannst du da drin alles erwärmen, was du möchtest. Du kannst sogar kleine Gerichte kochen, ja. Ne, weil ja von der Füllmenge her jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, ein Liter. Liter, ne? Genau. Oh, super, danke, Fachmann. Ja. Ich bin voll aus der, aus der Materie. Ja, kannst alles drin machen. Aber ich nutze es tatsächlich Reis, Pellkartoffeln und für meine Soße oder Kuvertüre. Ja, so Alltagsheft. Es gibt ein ganzes Heft dafür tatsächlich mit zig Rezepten, wovon man wahrscheinlich drei dann mal macht. Ja. Das ist immer das Problem. So One-Pot, das ist Feierabend-Nudeln heißen. Ja, stimmt. Das ist ganz cool tatsächlich. Aber also, ja, nee, nicht für den 10-Personen-Haushalt, wollte ich gerade sagen. Ja, ist halt von der Füllmenge, muss man einfach beachten. Es gibt da die Serio Micro Cook, heißt ja, die, glaube ich. Ja, ne? Genau. Da gibt es auch größere Behälter, wenn man wirklich da für mehrere Personen. Ansonsten, kleiner Geheimtipp, Pellkartoffeln und Reis gehen super im Reismeister. Das stimmt. Wichtig ist da, da darf halt kein Fett dazu. Deshalb ist so Kuvertüre halt da nicht angesagt. Aber deswegen ist der günstiger halt, ne? Genau, weil es einfach ein anderes Material ist. Aber wenn du mal wirklich einen dicken Pott Krumpern, dann geht das in dem Reismeister hervorragend. Brokkoli, Blumenkohl. Genau. Also alles, was man im Topf im Wasser kocht. Genau. Genau, ja. Das ist echt super. Als Pendant dazu, das passt ganz gut, weil ich habe die Kanne, immer hin und wieder. Ich hätte sie in einer anderen Größe hin und wieder im Angebot, aber die musste die Sabine mitbringen, ja, diese Größe. Hatte ich nicht da. Obwohl die in der Startertasche drin ist. Ja, Olli, Asche auf dein Haupt, ne? Ja, bestimmt mal kaputt gegangen. Ja, bestimmt. Aha. Ich habe dafür den Mikrofix dabei, weil den haben wir wirklich ganz oft im Gebrauch, weil wenn wir mal kochen. Pause. Dann kochen wir aber viel, ich sag mal, doppelt so viel kochen, dauert nicht doppelt so lang. Und dann kochen wir richtig fetten Pott und nimmt sich Vincenzo immer was mit auf Arbeit. Ich habe noch was am nächsten Tag. Also wir füllen eigentlich direkt zwei normale Teller voll und wir haben drei davon, zwei Mikrofixe voll. Na, die dann nächsten Tag nochmal. Meal and Prep oder so. Meal Prep. Meal Prep. Man kann aber auch, wenn man es nicht aussprechen kann, vorkochen sagen. Das habe ich von meiner Oma. Und das Gute an dem ist, er ist erstmal dicht zum Transport. Der hat hier seinen Silikonnupsi, du musst also nicht dran denken, irgendwas aufzuklicken, das lässt da den Dampf raus. Hat hier unten so eine Wölbung, also ich mache mal gerade auf, der liegt quasi, ich sage immer, es liegt im Donut, hier das Essen. Das heißt, du musst während des Erhitzens nicht umrühren, weil es eben gleichmäßig erhitzt wird. Und wenn es dann heiß ist, musst du nur hier auf die Öhrchen drücken und dann fliegt der Deckel so auf und dann kann man es von sich weg.
öffnen und verbrennt sich nicht. Aber wirklich von dir wegöffnen, weil sonst kriegst der du heiße das Dampf, den genau. heißen Dampf nämlich über. Innen granuliert, damit sehr man gut. nicht jeden Gabelpick sieht. Mhm. Und dann die Gabel da rein. Die passen nämlich in der Regel auch gut hier rein. Deckel drauf, nach Hause, Spülmaschine, fertig. Ja. Also das ist das Luxusaufwärmgerät. Ich habe sowas mal in der Mensa, wo ich noch an der Hochschule war, auf dem Tablett stehen lassen. Oh. Ja, oh, musste in die Küche rennen. Da dachte ich noch so, krass, jetzt hättest du da, glaube ich, 33 Euro. Ja. Mal schnell auf dem Tablett vergessen. Also man muss da schon ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Also der ist wirklich super. Ich habe den eine Nummer kleiner für die Ronja. Ja, den gibt es auch noch. Genau. So die Hälfte ungefähr. Da macht die sich da ganz oft Sachen warm drin. Genau, da ist er. Wenn halt vom Vortag was übrig ist. Und wie gesagt, ich habe zu Ronja gesagt, die Flügel müssen sich bewegen und dann geht er auf. Ja, das stimmt. Ja, also der ist echt super. Ja. Und für eine Portion reicht der kleine vollkommen. Ja, das stimmt. Für normal essen. Normal essen, ja, ja, keine. Wir haben einen kleinen, zwei große. Hm. Keine normalen Esser quasi. So, Sabine. Super, dann würde ich doch sagen... unten drunter, was auch nicht mehr wegzudenken ist, ist die Klimaoase. Die große... Ich habe auch eine andere Größe. Also ich nutze ja die halbe hier, ne? Am liebsten. Die halb hoch? Nein, die halbe lange. Ja, die halbe lange. Also in die große kriegst du natürlich schon was rein. Olli hat jetzt gerade hier Zucchini und Aubergine. Ja, lustige Geschichte. Wir waren einkaufen. Ich habe noch die gerade. Ah ja. Bereit. Die halb hohe. Wir waren einkaufen und der Vincenzo so, oh, wir können mal Aubergine mitnehmen. Da kann man so ganz cool die aufschneiden, anbraten und dann Tomatensauce und Käse drüber, eine gesunde Pizza. Ich weiß schon gar nicht, wie lange das jetzt wieder her ist, diese tolle Idee, die wir hatten beim Einkaufen. Die ist taufrisch. Absolut. Wirklich. Also das ist, und hier ist noch eine Zucchini da drin, die ist ja auch immer sonst super schnell verschrumpelt. Möhre ist ja auch so mega. Genau, für Möhren nutze ich das halt extremst gerne, weil, wir kennen das ja alle, holst du, siehst du schon im Laden, Mensch, die haben mega Farbe, total knackig, könntest schon im Laden reinbeißen. Kaufst du dir, legst du in dein Gemüsefach, gut, die neuen... Kühlschränke haben jetzt so ein 0-Grad-Fach. Super duper. Ja, kosten aber halt dann auch dementsprechend viel. Im Grunde genommen kannst du das auch super hier mit unseren Klimaoasen, unseren schon wieder. Ich das geht nie wieder unglaublich. Weg. Unglaublich. machen, weil du kannst hier an dem Schieber verstellen, laut der Tabelle, wie viel Frischluft Zufuhr dein Obst oder Gemüse benötigt. Demnach kannst du den Schieber dann halt in die Position stellen, die halt für deine Sorte in dem Moment optimal ist. Möhren vertragen da nicht wirklich Luft. Und deswegen sind nämlich übrigens diese Crisp-Fächer nicht so ideal, weil die nämlich nicht luftig sind. Genau. Die sind zwar nur kalt, aber nicht luftig. Genau, die haben ja trotzdem eine Luftzirkulation. Genau. Die Möhre mag das gar nicht, weil die mag eigentlich so ein schönes, feuchtes Klima. Ja, die gibt halt von ihrer Feuchtigkeit in ihre Umwelt sozusagen ab. Und wenn sehr du den Raum... Ja, absolut. Wenn du den Raum einfach verkleinerst, wie in so einer Klimaoase, dann kann die sich ihr eigenes Klima schaffen. Man sieht es auch immer ganz genau, gut. Genau, und hier siehst du es super. Ne, die Aubergine und die Zucchini, die machen das genau so, damit sie schön knackig bleiben, geben sie ein bisschen was ab und leben dann wochenlang. Ja, wirklich, ist wirklich so. Wirklich wochenlang super duper in ihrem eigenen Klima. Und dann kannst du dir auch mal die super Ideen, die man da hat, zwei, drei Wochen später machen. Ich finde immer, wenn man ins Edeka zum Beispiel geht, da ist Gemüse direkt vorne. Und dann packt man Gemüse, weil diese Woche ist voll gestummt und jetzt esse ich nur Gemüse. Genau. Dann kommt man erst in Süßigkeiten und so. Und dann packt man das alles in den Kühlschrank und am Ende der Woche sind die Tiefkühlpizzen alle, sag ich immer, und das Gemüse ist immer noch unangetastet. Vielleicht sollte ich mal aufhören, das in die Klimaoasen zu machen, weil ich weiß, ich muss schneller essen. Genau, dann bist du gezwungen. Ja. Ne? Aber wir kennen das ja alle.
macht ja keiner. Das ist der Alltag. Eben, genau. Was davon und abhält. Damit es nicht passiert und es nachher auf dem Biomüll oder in der Biotonne oder im Mülleimer landet, die sind schon echt klasse. Viele verschiedene Größen. Ja, es fehlt jetzt eigentlich nur die, die Breite hat, aber genau diese Höhe hier oben. Ja, ne? Genau. Also so, so. Ja. Ne? Die nutze ich für meine Möhren. Geht so ein Säckchen Möhren ja, das stimmt optimal rein. Das stimmt. Ja. Die passen aber drauf. Da, genau. Ne? Ja, die sind echt im Dauerberitt eigentlich. Phänomenal. 24 Stunden. Ja, ja. Am Tag. Absolut. 7 Tage die Woche. Mega. Guter Tipp habe ich mal von jemandem bekommen, ist, wenn man das manchmal so vergisst, nach dem Einkaufen das da reinzumachen, spülen und leer wieder in den Kühlschrank ja, stellen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, damit die erstmal ihren Platz im Kühlschrank für immer fest haben und man dann direkt denkt, das da reinzustellen. Ja. Gleiches gilt, außerdem ist es dann schon akklimatisiert. Richtig. Mhm. Gleiches Prinzip, ja. Das ist jetzt zwar zweimal flach, da gibt es auch noch einen Huhn, aber es ist jetzt auch live in Benutzung mit Fleischwurst und Käse. Unser coolen Fresh-System, das wolltest auch du eigentlich vorstellen. Aber deswegen ich glaub, passt du jetzt ganz gut dazu. Gut. Ne? Stapelbar, also man hat da mehrere Behälter und dann kann man also in den unteren Grad immer so diese gekochte Wurst rein. Die Mäuse. Nein, so. Hat jemand nur eine halbe Zeit? Ich bin auf Diät. FDH. Nein. Nein. Die das bekommen hat, die liegt gerade drüben. Ach, die Ellie. Da wickel ich für den Ellie die Tablette morgens ah, ein. Ah, okay. Oh ja, okay. Und dann gibt es keine ganze Wurst. Oh Gott, das klingt wie der fiese, strenge. Die hat aber heute Morgen den ganzen Behälter, den ganzen Napf voll ausgefressen. Und da hat sie keinen ganzen Wurst mehr gekriegt. Nee, okay. Ich bin der strenge Part, der Vincenzo. Es ist auch, wenn der nach Hause kommt, freut die sich wie Ultimo, weil sie dann natürlich die ganze Wurst und noch viel mehr gekriegt hätte. Und bei mir denkt sie so, ach, der nur. Ja, aber der gibt nur die halbe Wurst. Ist halt so, ne? Einer muss ja die Strenge auf die Figur achten. Ja, und oben kannst du halt den Käse reinmachen, geräucherte Sachen. Und da kannst du auch so ein Gitter dazu haben, damit gerade wenn der Käse da drin liegt, ein bisschen Kondenswasser bildet sich ja aber noch ein bisschen. Und ja, weil, darf ich dir gerade ja, na, selbstverständlich kannst du ja nicht. Der Käse ist ja ein Lebensmittel, was weiter reift. Und weil der halt einfach im Reifeprozess auch nochmal Feuchtigkeit abgibt. Deshalb, wenn du halt einen Käse offen im Kühlschrank hast, siehst du ja ganz oft die angegammelten Reste, also Ecken, die halt so hart werden. Das liegt einfach daran, dass im Reifeprozess der Käse an Feuchtigkeit verliert. Ach, normal hätte ich jetzt mitgeschrieben. Aber ich habe es ja auf Video. Ja, siehst du? Kannst du wieder nachgucken. Deshalb ist das ganz gut mit dem Käse, Entschuldigung, auf dem Gitterchen. Dann liegt er nämlich nicht in seinem eigenen Saft sozusagen. Und wenn er das nämlich tun würde, dann würden weiße Stellen zu sehen sein. Genau, wie wenn man die Gurkenscheibe auf dem Brötchen schon hat und richtig später erst isst. Genau. Und damit es aber nicht zu viel Feuchtigkeit drin ist, hat ja der Deckel diese Kondens-Control-Folie drin, die überschüssige Feuchtigkeit rauslässt. Hier ist jetzt nicht schlimm, das ist, glaube ich, so ein Maß-Käs-Lander-Dingsbums, der stinkt nicht so. Aber wenn das jetzt so ein richtig stinkiges Ding wäre, durch die Folie kommt Wasser durch, Aroma bleibt drin. Ich sag mal, man fällt erst in Ohnmacht, wenn man den Deckel dann abmacht. Und das Gute an denen ist, ich weiß noch, meine Freunde zum Frühstück mal wieder einladen darf irgendwann. Ja. Dann, also ich kenne das von meiner Mama, die nimmt dann Teller und dann muss die Wurst und der Käse akkurat angerichtet werden mit einem Träubchen und noch einem Tomätchen. Habe ich noch nie gemacht. Und deswegen finde ich das ganz cool, weil du kannst für meine Begriffe, wenn jetzt die Wurst nicht gerade abgefetzt wäre, ganz akkurat auch auf den Tisch stellen. Definitiv. Und es hat sogar so Füßchen hier unten, für die, die jetzt sagen, so, ich stelle das auf den Tisch und dann wieder als Deckel. Die Füßchen sind quasi eine Erhebung, dann ist das auch hygienisch. Ne? Richtig. Also richtig gut durchdacht. Ja. Und das ist genau wie die Klimaoase ein Must-Have. Definitiv. So, was haben wir denn noch hier? Ah ja, das ist auch sehr lustig. Vom folgenden Produkt weiß ich, dass das das erste Produkt war, was der Olli sich als damals noch Student auf einer Tupper-Party gekauft hat. Und damals war ich Maisbesteller auf der Party. Nicht. Doch? Nein. Wirklich.
Dosenöffner. Er hat die Sabine mitgebracht, unseren Dosenöffner. Genau, ist mein Dosenöffner. Den würde ich auch nicht mehr hergeben. Olli hat seinen liebevoll verschenkt an eine notbedürftige Person. Verkauf. Unglaublich. Der ist super. A, ist er für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ist also egal, welcher Händler du bist. Ja. Dann ist der echt kinderleicht zu bedienen. Ne? Du öffnest die Beine. Spreizt die Schenkel. Richtig. Ja. Setzt auf der Dose an. Schließt, ich kann jetzt nicht nur, ich brauche eine Unterlage. Schließt die, ich mache es jetzt nicht zu, weil sonst müssen wir Ananas essen. Wenn du an, wenn du es zu, wenn ich jetzt zu mache, ist es schon angeschnitten. Genau, richtig. Nee. Also ich deute es nur an. Ne? Dann schließt du wieder die Schenkel sozusagen und dann hat, ich zeige es euch hier, dann hat das Rädchen schon das erste Mal die Dose zack, eingeritzt und dann kannst du ganz, ganz leicht drehen, egal ob rechts oder links rum und die Dose öffnet sich. Das Schöne ist, keine scharfen Kanten. Das stimmt. Weil die wird nämlich eigentlich nicht zerschnitten, sondern die Dose wird geöffnet, indem die Schweißpunkte von den ja, jetzt kann sich warm anziehen. Die Schweißpunkte, wo die Dose mit dem Deckel verbunden ist, die werden geöffnet. Die werden einfach nur geöffnet, deshalb kannst du den Deckel nachher auch nochmal auf die Dose aufsetzen. Das weiß ich. Ja, und das liegt daran, dass das nicht zerschnitten wird, sondern wie auch immer der das hinkriegt, öffnet der diese Patent Nähte. Hm, keine Ahnung. Ja. Und es gibt, ich glaube, es gibt nur zwei Arten von Dosen, die dieser Dosenöffner nicht öffnen kann. Das sind die ganz kleinen Minis. Tomatenmark. Richtig, Tomatenmark. Das schafft er nicht, weil die Umdrehung wohl zu kriegt eng die Kurve ist. Nicht. Kriegt die Kurve nicht, genau. Und das habe ich jetzt zweimal gehört. So ganz große Gastro-Dinger. Vielleicht ist da die Verschweißung eine andere, weiß ich nicht. Aber haben wir Gastro-Dinger? Nee. Haben wir nicht. Wir haben hier ganz normale Dosen. Kann man super öffnen damit. Ich kann euch jetzt aber noch begründen, wieso ich ihn nicht mehr habe. Ja. Sabine hatte Glück, denn das ist die einzige Dose, die ich noch im Schrank gefunden habe. Und ich habe geguckt, die ist noch bis August nächsten Jahres haltbar. Wer Dosenhaltbarkeitsdaten kennt, weiß, dass die schon weiß. Ich glaube, die ist mit umgezogen. Ich wollte gerade sagen, die war bestimmt bei Vincenzo. Ja, in der genau, also zusammengezogen sind, weil ich würde mir nicht Ananas in Dosen kaufen. Aber als Lebensmittelchemiker, vielleicht kann man das so ein bisschen erkennen hier. Das ist unser Vorratsschränkchen. Da unten sind alles nur so Gläser. Ja, also das ist gerade Nudelsauce, die gibt es ja eh mit so einer Dose. Aber wir kaufen alles in Gläsern. Hier ist wirklich keine, doch da eine. Oh ja. Das ist Bratwurst in der Dose aus dem Globus. Ja, habe ich auch nicht gekauft. Nee. Und ich sage immer, weil viele mich nämlich fragen, ob die Tupperprodukte Bisphenol A frei sind. Also weichmacherfrei, du sagst, ja, seit 2013 alles weichmacherfrei bei Tupperware, ja. Mhm. Und dann sag ich, hört lieber mal auf, Dosennahrung zu essen, weil in der Innenbeschichtung von diesen Weißblechdosen ist ganz viel Bisphenol A drin. Und da sollte man, also da kann man leichter drauf achten. Das ist echt krass, ne? Ja, und es gibt eigentlich fast alles auch in Tetrapacks, wie Kokosmilch zum Beispiel, oder in Gläsern wie Mais oder sonstiges, oder in Tuben wie Tomatenmark. Stimmt, aber das hat dann auch wieder mit diesem bewussten Einkaufen zu tun. Ne? Wir sind oft in so einem Schemata, ja, man weiß Dogmatismus. Ja, man weiß es ja eigentlich schon. Wo du dann einfach gerade das greifst, was du schon seit 80 Jahren, nee, so viel natürlich nicht, aber seit Jahren halt machst und gar nicht mehr drüber nachdenkst. Ich bin schon sehr froh, dass ich dich als Freund habe und du mir solche Sachen dann als Lebensmitteltechniker. Wir können eben immer voneinander essen. Ich weiß jetzt, dass die Schweißnaht aufgeklemmt ist. Ja, da war an so einer Dose Ananas schon sehr viel gelernt. Wenn ich doch mal eine Dose haben sollte, dann achte ich drauf, dass es solche sind. Ja. Weil eigentlich fast alle diesen Clips heutzutage haben. Da muss also schon viel passieren, dass dir dieser Clip abbricht und du dann das Ding brauchst. Richtig, aber... Ich weiß noch, manche Berater, ganz Entschuldigung, haben dann heimlich einfach die Dose umgedreht, um es unten zu zeigen. Ja, ja, natürlich haben viele diesen Clip, ganz klar, definitiv. Aber ich kann dir zum Beispiel schon mal ein Produkt sagen, die kriegst du nicht mit Clip. Die Original-Ravioli von Maggi. Die haben keinen Clip. Und wenn du da drankommen willst, ohne mit Hammer und Meißel,
brauchst du einen. Also zumindest ins Wohnmobil gehörten ja. dann rein. Ja. Ja. Auch. Auch. Weil da gibt es ja öfter mal so auf dem Kocher. Ja. Ravioli. Ja, stimmt. Ja, also ich habe gesagt, ich habe ein besseres Pendant dazu, ja. was ich häufiger benutze. Unseren Flaschengeist, das ist der Korkenzieher. Und der ist halt einfach super, weil du setzt das auf die Flasche, drehst, 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 drehst. Und dann dreht er sich in den Korken und zieht ihn gleichzeitig raus. Du musst also mitziehen, hebeln, pressen, und weil stampfen. Du ja das Unterteil auf die Flasche setzt und der, wie heißt das, die Spirale... Ja. Sich ja automatisch da reinbohrt, kann es nicht passieren, dass die sich schräg bohrt. Das stimmt. Das ist ja oft sonst der und Fall. Und was ich mal gelernt habe, ich kann es nicht mehr genau sagen, das ist so eine, die innen kein... Es gab ein Wort dafür, dass die innen hohl ist quasi, dass die quasi so ist, die Spirale. Mhm. Weil es gibt auch billige... Mal gucken, aber in meinem Dosenöffner, der nicht von Tupper ist, ob da so ein billiges ist. Die haben, die sind innen zu. Und dann ist nur außen die Spirale drumherum. Und die zerfetzen nämlich auf den Korken, dass er zerbricht oder zerbröselt. Ja, und dann hast du Kork im genau, Korken. Und hier dreht sich ja quasi wirklich nur diese dünne Spirale da ein. Ja. Ah, ist schon raffitückisch gemacht, ja. Ne? Ich weiß, dass ja hier viele Weißweine eigentlich jetzt Schraubverschluss haben, aber gerade so die Riojas, die ja, ne? Rotweine, die haben ganz oft einen oder Korken. Die Weine, die natürlich wir alle nur trinken. Jenseits der 100 Euro, ja. die werden mit Sicherheit keinen Schraubverschluss das haben. Stimmt, ne? Tatsächlich. Ja, die bevorzugen wir ja. Ja, gönnen wir uns gleich noch. Aber mal. Definitiv. Kurz nach 12. Tag ist zweistellig. Kann man mal machen. So, was haben wir denn noch hier? Ja, guck mal. Warte mal. Ich bin jetzt gerade neugierig. Ah. Bei der aufgeräumten Schokolade. Ja, irgendwo was. Aber du siehst ja allein, dass ich nicht finde. Ja. Nee, da ist das nicht dran. Mhm. Ja, super. Ja. So. Ich bin wieder dran. So. Ja, dann würde ich doch mal sagen. Ja. Nee, das musst du machen. Okay. Ja, du hast da ein bisschen mehr. Ich habe mir. Aber dann machen wir es doch zusammen. Ah, dann machen wir es zusammen. Okay. Du kannst sagen, dass du ihn toll findest. Genau. Nee, der ist schon super. Ich habe den Vorgänger gehabt. Der hieß damals Speedy. Der war halt wirklich für Eiweiß zu schlagen, steif zu schlagen, Sahne zu schlagen und so leichte Teige habe ich auch damit gemacht. Ja. Also der war schon super. Den habe ich ganz, 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 ganz oft benutzt. Dann kam Olli vor einem Jahr oder so, ne, um die Ecke und erzählte... Es gibt jetzt was Neues, super duper, muss man haben. Ich muss so vieles haben. War natürlich erst sehr skeptisch, aber ich habe mich überzeugen lassen. Und der ist echt cool. Also, du hast erstmal Messbecher. Da sind sämtliche Skalen drauf. Gramm für Mehl, Zucker. Und dann hast du Milliliter. Und das mit dem Gramm übrigens brauche ich ganz oft, weil ständig von meiner Waage die Batterie alle ist. Ja, diese komischen Knopfbatterien, die habe ich dann nie da. Und dann, ja, bist du aufgeschmissen. Dann bist du echt aufgeschmissen, wenn du dann just mal was backen willst. Richtig. Ne? Das ist dann, ja. Echt doof. Also das ist ja schon mal mega. Mal was Anständiges, was Festes. Ne? Und mal mit wirklich hohen Angaben hier. Ja. 1 Liter 200 und 200 Milliliter, also sprich 1200 Milliliter passen hier rein. Genau. So, dann haben wir hier den Quirl sozusagen und was sehr cool ist und da übernimmst du jetzt mit diesen zwei Stufen, ja. Ne, das ist ja dann dein Metier. Also bei diesem Speedy, hießen ja vorher, ist immer schon cool gewesen, weil wir haben ja drei Quirle. Ne? Beim normalen Handmixer gibt es ja zwei. Genau. Und man hat meistens eine große Schüssel, also ja. Weißt du, und dann macht man so. Genau. Ja, also wenig Wirkung auf viel Raum. Und hier ist also drei Quirle auf engstem Raum. Dadurch ist der immer schon zehnmal schneller gewesen, ja. Mit Sahne schlagen, Eischnee schlagen. Ich habe auf zwei Partys schon Butter geschlagen, ja, aus der Sahne. Geguckt, genau. Und das ist halt hier eine super Geschichte. Ganz wichtig, hier sind so kleine Zähne. Ja, und die greifen genau in diesen Deckel da ein. Genau, beim Griff.
Da müssen so, die rein. Ne? Dann verrutscht auch nichts. Ja, dann sitzt das auch bombenfest hier drauf. Und dann kann man also seine Sahne schlagen, seinen Eischnee schlagen, leichtere Teige schlagen. Und wenn man jetzt aber mal einen Kuchen backen möchte. Und ganz kurz, darf ich reingrätschen. Es geht tatsächlich auch nur mit einem, also mit dem Eiweiß von einem Ei. Ja. Geht wirklich. Also wo du dann mit dem elektrischen Mixer schon suchen musst, wo Ei hin, das funktioniert hier super. Wirklich super. Das stimmt. Also den mochte ich auch immer schon, aber ich war trotzdem froh, als der kam, weil wenn Kuchenteig machen, also sobald Mehl reinkam, Kakao, Stärke oder auch bei einer Dessert-Creme mit Mascarpone, dann das ist so... War auf der, und dann knackte es schon. Ja, genau. Dann hast du versucht zu lächeln, der Schweiß ran dir hier an der Seite rund. So, ne? Also da geht es schon super schwer. Und deswegen hat Tupper jetzt hier eine Gangschaltung eingebaut. Jetzt ruft der Vincenzo an. Der muss ja jetzt Pech. Er hat eine Gangschaltung eingebaut. Das heißt, von einem. Können wir den dazuschalten? Ich glaube, wir können aber Pause machen. Warte, mach mal Pause. Ja.